damn, Junge. Tag 141 ist es passiert. Das ist jetzt. Der Typ ist jetzt da. Scheißdreck. Was ist zu retten? Bisschen Material. Die Tames sind weg. Nochmal Mats. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich pack mir was geht und zieh ab, Digga. Holy shit. Ich whistle den Quetz weg. Falls die wiederkommen. Habe ich meinen Stego dabei gehabt? Nee. Och nee. Heute werden wir umgezogen. Es ist 20.47 Uhr und weil Ostern ist, hatte ich Familienbesuch. Konnte halt bis jetzt nicht spielen, Alter. Ich kam online und legit, es ist genau in dem Moment werden wir gefunden. Was ist das bitte für ein Zufall? Und das Wichtigste ist weg, die Tames. Die Blueprints habe ich im Upload. Vielleicht hatte ich den Steg im Upload, ich glaube es aber nicht. Und damit sind wir nahezu gänzlich resettet. Wir sind offiziell genutzt. Ja. Ich komme online, Bett ist weg. Ich guck Triplock, guck so genau, denk erstmal so, ja, okay, fuck, GG, das war's. Guck dann genauer, sehe so, okay, der hat nur die Betten zerstört, die Smithies, die Refining Forge. Guck auf den Tag und das war genau jetzt, vor 2 Minuten. Und dann, ich bin jetzt hingeflogen, die Tames sind leider, also alles basically ist weg. Außer halt so ein paar Base-Ressourcen. Und den Quetz whistle ich gerade ganz woanders hin. Als wenn das da oben einer gefunden hat. Ich hab halt nicht mal einen Tame, um da jetzt hoch zu fliegen. Also da ein bisschen was Wichtiges ist noch da. Die haben halt safe sich voll gemacht mit Wyvern. Oder einer, das war eine Blood Crystal. Und wollte den Rest dann holen, weil warum hat er sonst den Quetz doch nicht instant gekillt? Aber basically haben wir halt nichts mehr außer Metal. Das ist jetzt echt richtig Belastung. Aber hier können wir auf jeden Fall nicht bleiben. Der hat doch alles, gar kein Gunpowder mehr. Wir haben wirklich, wir haben eigentlich echt nur noch Metal. Ach, Mann. Ich meine, es ist schade um die Waffen. Es ist schade um die Fuck. Also ich habe tatsächlich sogar meinen Stego im Inf. Das ist nice. Hat habe ich auch gedacht, ja. Aber hatte ich leider nicht. Ich muss mal kurz heizen anmachen, weil mir ist übel kalt. Hattest du irgendein Retro gefunden, was denn nice ist? Oder? Quasi direkt unter uns 2 Stück. Man könnte halt Repli machen und dann gucken, dass man Eledust holt. Hat er auch alles mitgenommen. Ah, ja, ich könnte jetzt runterfliegen und gucken, ob frei ist. Ich mach, ne? Okay, sagst du, es ist kein dein Neuen hier drin. Ist er bescheuert schon wieder hier. Okay, der eine Spot ist tatsächlich geradet. Aber guck mal, die haben auch bis hier oben hin Base gehabt. Wahrscheinlich war hier, weil das ist gedamaged, diese Ebene auch noch Base und hatten die Turrets nur direkt hier. Vielleicht konnten die nur rein, weil die halt wirklich schlecht gebaut haben. Wenn man hier wirklich eine fette Wall reinzimmert und erst irgendwie ab hier die Base dann baut, vielleicht geht das besser. Unsere fliegende Base wurde gefunden und wir mussten uns einen neuen Spot suchen. Unser Ziel war vorerst unter Wasser. Okay. Zack, Repli. Hab ihn. Flex haben mich auch. Repli fucking steht. Ich hatte einen Spot gefunden. Er war geradet und wir mussten ihn noch clearen. Und wir brauchen halt die Vakuum-Compartments auf jeden Fall. Da kostet 1,2. Ich mach mal einen Eingang und erstmal, wir könnten 54. Und ich habe gerade eine Base gefunden mit Petris vor und so. Lol, der liegt hier online. War AFK, Digga, 2 Stück. Jetzt hab ich ihn gekriegt, lol. Die haben Flaxhead, die haben Element. Soll ich sonst einfach hin und schon mal anfangen? Kannst du machen. Mal die Lage checken. Und zwar, oh, da sind jetzt 2 Vakuums an. Und Turrets. Und es laggt. Das hat gerade jemand geclaimed. Als wenn der das da drin alles schon geklärt hat jetzt, oder was? Ja, das weiß ich nicht, aber siehst du da die Fob? Ja, ja. Eine halbe Stunde war vergangen und jemand anders war schneller. Weil vielleicht reichen die Turrets nicht so weit und er hat nicht bis zum Eingang. Ich sag's, wie es ist, dadurch, dass das Ding schon geradet wurde, jetzt neu geclaimed. Ich weiß nicht, ob das der optimale Spot dann nach wie vor für uns ist. Ja. Ah, ich werde beschossen. Bin tot. Der Spot konnte es also nicht mehr werden. Ich musste weitersuchen. Ein paar kannte ich noch und so war ich auf Ragnarok unterwegs. Und der ist auch bebaut. Selbst der. Ein wirklich schlechter Hotspot, Digga. Was zum Fick. Ja, hier ist es. Ja, ist halt nicht das Wahre. Dieser Spot war etwas zu klein. Ich meine, was soll man da schon bitte brüten? Und so blieb mir nur noch einer übrig, den ich kannte, der genug Platz hatte und eventuell sogar frei sein könnte. Aber ich hätte es mal gesagt, wahrscheinlich. Ey, ich hab Moonlight Spot gefunden, Digga. Wahrscheinlich mit Cliffs am ehesten, ne?
Lass den hier nehmen. Wo ist denn das? Der ist zwar big, aber hier kann man geile Walls bauen. Du hast halt hier diese Kante, wo hier sowieso nichts durchpasst, wenn dann irgendwie hier über den Weg ganz außen, aber du kannst halt hier vorne eine Wall komplett reinzimmern. Du kannst hier an dem Schlitz nochmal eine Wall reinzimmern. Hier hinter, da könnte er basically ja nur von da kommen. Und hier den Raum hat man, dass der frei ist, ist halt nice. Dann gehe ich los, ne? Und jetzt ist hier einer, ne? Dann bin ich aber off. Dann ist vorbei. Okay, ich baue auch so ganz hinten versteckt. Also das sieht man von außen auch nicht, wenn man hier vorbeischwimmt. No chance, dass das Set dann jetzt einer findet. Okay, Tech Gen steht. Ich place Betten und dann kann ich theoretisch vorbeikommen. Transmitter place ich direkt auch. So, soll ich dich irgendwo abholen? Da ist er. Jetzt bist das nicht du. Ja, wir können ja erstmal da dann jetzt die Produktion anschmeißen und so. Das erstmal ein bisschen pimpen. Und dann kann man ja immer noch gucken, wenn man dann mal was freigeradet kriegt, was vielleicht stark ist, dass man dann nochmal wegzieht oder noch eine zweite Base irgendwo baut oder sowas. Okay, was wollen wir denn jetzt mit rübernehmen? Alles direkt? Würde ich schon machen. Boah, das ist wieder so, wenn ich jetzt abgefarmt werde, dann ist aber auch wirklich Schluss mit lustig. Da kommt gerade ein lila Dropdown runter. Es kann sein, dass ich Och, nee. Meine Maus hat sich rausgebackt, Digga. Ich kann nicht mehr lenken. Ich bin vom Quetzel jetzt gefallen. Digga, was ist das denn? Du bist gerade weg. Ja, ich weiß. Ich gehe mal vor zum Drop. Okay, ich bin da. Ja, jetzt ist die Frage, wohin? Wollen wir wirklich an das hier anbauen? Oder soll ich hier nochmal neu? Ja, dann würde ich sagen, nochmal neu. Ich kann ja schon mal, ich place mal ein paar Turrets einfach schon mal hin. Und ist zumindest an der Front schon mal was getan. So, weil wir jetzt erstmal eine Zeit lang keine Wall haben, habe ich erstmal die Turrets jetzt hier relativ random und halt so, dass sie ein bisschen assi auch sind. Kannst du ja mal angucken, wenn du da noch irgendwas siehst, wo du unbedingt noch eins hin willst, dann place ruhig um. Dann ist die Frage, wo bauen wir jetzt was? Dann einmal ab dafür. Sehr nice, machen wir doch Progress. Wir waren angekommen. Endlich hatten wir einen Basepot gefunden. Ich habe mich wie zu Hause gefühlt und die halbe Nacht lang an der Base gebaut. Schließlich sollte sie das werden. Unsere letzte Base. 4 Uhr nachts. Die Base steht. Das ist der aktuelle Stand. Die oberste Etage ist unsere Crafting Area. War in die Forges. Wir sind auch wieder relativ gut equipped. Wir haben ein paar Sättel retten können. Baustoff haben wir auch ein bisschen. Waffen fehlt uns tatsächlich einiges, aber Standard-Equipment haben wir, die Basics. Tames haben wir so gut wie nichts. Nur ein paar leere Fridges. Das ist alles, was wir an Tames haben. Ein paar Wyvern, ein Anki, ein Dödi, ein Quetz. Basically nichts. Auch die Ressourcen lassen zu wünschen übrig. Rüstungsteile haben wir auch so gut wie nichts. Und das hier ist im Grunde alles, was wir so an PvP-Stuff haben. Bier können wir auch brauen. Dafür sind wir ready. Hier haben wir eine zweite Etage mit einem Force Field, ein paar Internals. Hier poppen dann Stegos. Da sind wir schon wieder bei, die Line wieder zu retten. Gato hatte seinen ja glücklicherweise im Upload. Hier wird dann auch gebreedet. Hier kommen Kabels oder sowas hin. Hier ein kleiner Vault, wo man schnell mal was beim Rauschschwimmen reindroppen kann. Und dann geht's hier durchs Tech Gate raus. Und das ist dann quasi die Base. Hier ist die Bubble drum, die natürlich nochmal ein bisschen extra Schutz gibt fürs Ende. Und ja, eine Wall haben wir jetzt noch nicht. Hier geht's dann nach vorne. Hier stehen Heavys, die einem in den Nacken schießen. Hier geht's dann durch einen Schlitz. Und das ist dann im Grunde die Base. Damit das hier gut ist, muss man es halt wirklich dick bebauen. Aber ich kann euch sagen, das haben wir zumindest vor. Natürlich auch alles doppelt und dreifach überwacht. Ganze mit Cams bestückt. Natürlich auch innen, denn falls ihr es nicht wisst, mit den Cams kann man Turrets ein- und ausschalten, sowie die Ranges ändern und die Feuermodi. Das ist sehr, sehr gut. Und hier hat man nochmal den frontalen Blick raus aus der Cave. Hier hinten ist dann die Base. Sodass wir auch immer einen guten Überblick haben. 4:07 Uhr. Damit bin ich off. Tag 166, 5:33 Uhr. Ja, das ist genau jetzt. Wir werden jetzt geradet. Stark. Keine 10 Stunden hat es gedauert. Gucken wir mal in die Cams. Hier scheint noch alles gut. Eine Cam haben sehr genatzt. Die ganz außen. Ich sehe aber nichts. Ist auf jeden Fall niemand hier. Also habe ich schnell zur Defense ein paar Haie gezähmt. Dann pimpe ich hier noch ein paar Zäune drauf. Und ich bin ganz ehrlich, ich rechne mit einem Angriff. Ich muss mich vorbereiten. Deswegen auch die Haie. Oh, der müsste auch gleich fertig sein. Da kann ich zumindest ein bisschen fighten. Mit dem Tech-Sattel vielleicht. So oder so, wir werden sehen. Und so baute ich auch unsere Defense weiter aus. Und dann überlege ich, wo ich die Wall baue. Und ich tendiere fast zu hier. Und natürlich fehlte noch die Main-Wall. Das, was wir jetzt hatten, konnte man ja noch nicht wirklich Defense nennen. Okay, habe jetzt ein bisschen ausgebaut und die Wall auch schon mal angefangen. Hier hinten haben wir auch noch eine Ammo-Box. Generatoren, die wir powern. Und hier vorne ist der Schlitz. Ja, das ist basically jetzt erstmal die Mauer, die ich
die ich hier angesetzt habe. Hier haben wir zwei, weil es hier etwas breiter wird. Dann nochmal mit einer Doppelwall und hier auch nochmal mit dreifacher Verzaunung. Und ich denke, die einem in den Rücken schießen, wenn man unterm Schlitz herkommt, die sind die wichtigsten und auch die heftigsten. Okay, 19.40 Uhr. Ich produziere den ganzen Tag schon Muni und kann sagen, es geht übel ab. Was ist das Turret jetzt? Schießen. Ich hör's. Als ob du 2 Minuten on bist und jetzt hier Turrets bolzen. Hier ist ein Tuso. Ein Gegner Tuso? Ich glaube ja. Ja, ist besattelt. Kommt zurück. Ja, ist die Frage, ob der Soap. Ich guck mal in der Überwachungscam. Ist die Frage, ob der hier nicht gerade einfach nur runtertauchen wollte mit seinem Tuso und hier gespawnt ist. Der schwimmt gerade von der Base weg. Ja, der guckt safe einfach nur neugierig. Aber ich glaube, der ist halt hier in der Spawn-Zone gespawnt. Hat sein Tuso gepoppt. Ja, er schwimmt. Ist halt irgendwie erstmal. Ja, also erst er schwimmt los. Drumherum. Ja, ich behalte den einfach mal im Auge, ne? Ja, was halt früher ging und mit ganz, ganz viel Geduld es auch manchmal geht, ist C4 an Tentakel machen und den dann durchhalten und zünden, aber man kann eigentlich nicht mehr auf den Tuso placen. Frage ist auch, wie gern das gesehen ist, mit Tuso zu mischen. Nein! Er hat die Kamera gefunden. Ganz schön belebt hier schon wieder. Aber nur mit dem Tuso kommt er nicht rein. Ich habe halt auch nicht unbedingt jetzt Angst auf von einem Typ. Also gut, wir müssen auch so viel von Tusos holen. Vor einem Typen jetzt nicht so viel Angst, aber ich habe eher Angst auf nachts um 5. Einer, der seine Carbo-Breedline hier entlädt. Er versucht dich. Guck mal, passt der Tuso nicht rein doch. Ja, man könnte ihn mit einer Tech-Rifle mal abschießen gehen, ne? Ich glaube, ich habe ihn ein paar Mal gegamer-hittet. Und danach hat der Tuso sich verzogen. Zumindest fürs Erste. Unsere Base stand und wir waren ready.